Braver Hund, lieber Hund. Bock, Bock, Bock. Das gehört, du bist ein braves Kind. Ein braves Pferd. Kind, was es nicht gehört? Verstanden, Ein du bist ein braves Kind. Pferd, habe ich verstanden. Mein Kind, habe ich verstanden. Okay, das ist das Sperrgebiet. Sehe Schnee. Ja, nach Grenzland möchte ich reisen. Da hätte sicher ein Pferd geben, auf was ich steigen hätte können, Wettmann. Und ich hab's nicht gesehen. Bist du dumm? Gut, das hätten sie aber schon beheben können da. Mit dem Umhang im Pferd drinnen. Die was? Mit dem Umhang im Pferd drinnen? Nein, ist ja wurscht. Naja. Durch gewillt zu Tode. Das Pferd nennen wir jetzt Blue. Und bleibt's auch so. Das Pferd heißt. Nein, jetzt das Blue. Heißt nicht Blue, das heißt wenn dann Green. Was? Wie? Green. Warum? So. Sicher nicht so. Das ist gerade gehabsteigen und es ist tot. Na, das ist tot, was soll ich machen? Ich weiß noch, bei Red Dead Redemption, beim ersten Teil, habe ich einmal nicht aufgepasst und habe auf einmal das Pferd einfach unter meine Füße weggestorben. Wie geht denn das? Nur zu oft zu gewetzt und dann ist so ein. Ups, eine Erschöpfung gestorben. Okay, auf das Scheiße, ich habe jetzt das Pferd, das mache ich so. Schau, wie schön Schnee dort ist, war das hätte ich jetzt auch gern. Schrecklich. Warte mal. Und? Fallen lassen. Na mach. Ist nicht gegangen. Bock. Ist wahrscheinlich eher zum Verstecken. Hast du mich gehört? Nein, ich hab nicht was. Ist wahrscheinlich eher zum Verstecken. Oder zum Leute herlocken und da reinschmeißen. Ja, meine ich ja. Zum Verstecken. Generell. So wie sie daherkommen, der Wahnsinn. Zum Captain Hook. Der Captain Hook. Hook. Der Captain Chuck. Habt ihr sie gefunden? Captain Cock. Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Na, die Zwischensequenz hat sich jetzt gelohnt. Bitte, ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Trapp, trapp, trapp. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Galopp, galopp. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil euch freistellen zu können. Aufbäumen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Wollt schauen, was dann passiert. Na, was wird passieren? Ja. Dass sie sich aufbäumt. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Ja, Sherlock. Oh oh. Tja. Pferde sind weg. Verdammt.
Aus. Verdammt. Aus. Es müssen ihre sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus und in die Bäume. Nicht nur der Ben Stiller, sondern auch der Schwarze von Dr. House. Der Foreman. Genau. Die Stimme. Ja, genau. Die Stimme. Warum? Da ist schon. Die haben wir vorher befreit. Die. Was hatten die für Spur bitte hinterlassen? Wartet hier. Oh, verdammt. Warte, komm zurück! Kehr zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Kein Aber. Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Du kannst da nicht drauf. Du bist der Schlechteste. Ich bin nicht dein Feind! Bitte, hör mir doch zu! Oh mein Gott, Vibe, so lass mich doch sprechen! Vibe. Genug von diesen Spielchen! Ja, Vibe ist ja nicht wirklich ein Schimpfwort. Das haben sie zum Schimpfen. Es wurscht, was mittlerweile ist. Nein, ich sag nur. Das ist derzeit kein Schimpfwort gewesen. Ja, alleine schon beim Gebet vom Vater Unser. Du bist gebenedeit unter den Weibern oder so. Einmal verdrücke ich mich und werde gleich bestraft. Ich hab mich verdrückt. Da sieht man, dass ich noch immer nicht perfekt weiß, wo X und Y immer ist. Da gehen die Spuren drauf. So. Und da sind sie weg. Das gibt's ja nicht. Wie eine dumme Kuh. Schau, was ich da geschossen hab. Ein Hasen? Ja. Nein. Oh ja? Nicht Hasen schießen. Nicht so. Wölfe schießen gerade. Nicht Hasen. Was sind die Scheiß? Ich gehe da. Irgendwie stellt er sich gerade auch jetzt wirklich blöd an. Schau, er will nicht drauf. Um jeden Preis will er nicht drauf. Na, wo ist denn dann? Da oben ist. Du kostest mich Nerven, Weib!
Aber jetzt. Und jetzt haben wir schon. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven. Ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Weil er außer Atem ist vielleicht? Ja. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Nun sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Na wenigstens haben wir es jetzt einmal erwischt. Also das war unnötig, dass ich das selber abgehen müssen. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir ihn finden. Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Das sagst du. Das war's. Und doch bleibe ich. Du bleibst hier. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Das hoffe ich. Ich will nicht stationiert sein. Das ständige Tosen... Also manchmal sind die Missionen komisch. Da weiß ich nicht, soll ich hingehen oder soll ich nicht hingehen? Okay, wie hätte ich das sonst, wie hätte ich es machen sollen? Das müssen wir jetzt erklären. Wie hätte ich es machen sollen? Ich kann es ja nicht belauschen, wenn ich wie hinkomme, schon, weiß ich nicht, da umbracht wäre. Genau.
sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja. So. Sehr schön. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Okay, die kriegen sofort Wind, wenn ich mich da... So, dann bin ich wieder auf einer Stelle, wo ich einfach nicht weiterkomme. Weil da, ich kann von links nicht, ich kann von rechts nicht kommen. Jetzt geht's. Geh halt mal, ich verlasse die Taverne jetzt. Oi! Oi! Wohin willst du? Ich? Nee, dein Zwillingsbruder. Also ich wollte gerade gehen. Aha. Und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zähne erziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Mach, wo ist der letzte? Ciao, ciao. Zu langsam. Was, zu langsam? Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Hier. Das sollte die Blutung stoppen. Das war nicht nötig. Aber danke. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Braddock's Camp. Na gut. Wuff, wuff, wuff. Na, wo ist das Camp? Okay, dann in die falsche Richtung gelaufen. Ich würde gerne wissen, was ich für ein Glücksspieler denn spielen kann. Wenn es Mühle ist, soll ich spielen? Caro, was sagst du? Was? Mühle. Ja, Mühle. Weißt du was? Spielst du Mühle? Nein, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wirklich.
Wo schon machen Geld setzen? Ich weiß auch nicht, versuch's einmal. Hat er mich. Schau, wie gut ich noch bin, die Mühle wieder. Das passt schon. Links. Na, da, vertrau mal. Er wird gierig sein, genau, das habe ich nämlich vorgehabt, dass er gierig ist. Jetzt muss ich es daher legen. Eklar. Klickt er dahin und ich hab da einen schon. Und einen hat er noch. Ich weiß, aber wir den wieder daher legen. Okay, er legt den daher. Na sicher. Das macht er nichts. Das macht ja nichts. Entweder unteren oder ganz oberen. Er muss ihn bewegen, er darf nicht bewegen, weißt du, was ich meine? Ja. Oh, ja. Oh, das passt schon. Ich will ihn darüber locken. Nämlich. Runter, oder? Den linken runter. Nein, es bringt nichts. Ich muss den weg. Er muss weg. Sonst hat er dann Dreier. Das will ich ihm nicht schenken. Nicht da aufmachen. Oh ja. Zeig dir gleich warum. Vertrau mir, Mühle kann ich. Auch wenn es gerade nicht der Start so gut war, aber Mühle kann ich. Na komm. Wollte nix sein. Oh. Versuch das nochmal und du wirst ein kleines Ding bald mit einer Schaufel suchen müssen. Die Dings war das. Stimme von der Rita. Hm. Ja. Fahr rüber mit deinem Scheißdreck, komm. Okay, fahr mit dir rüber, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, der ist dümmer. Dann bewege ich auch den. Dann fahr da runter. Na, wenn wir ihn sehen, dann fahr ich wieder drauf. Ja, fast. Ich muss ihn da locken. Ich muss ihn da, dass er rauskommt, locken. Der wird aber die senkrechte Reihe machen. Das ist ein Deppert eigentlich. Na, das war ein totaler Chaos, was du da gemacht hast. Ich fahr einfach wieder zurück. Jetzt fahr ich wieder rauf. Und fahr ich wieder hin und her. Er fährt runter, schon. Aha. Tut man da sperren. Jetzt fahr er da rauf. Und das war der größte Fehler, den er gemacht hat. Du wirst ein kleines Ding bald mit der Schaufel suchen müssen. Und dann werden wir den da nehmen. Da habt ihr mich. Jetzt muss er mit hinterherfahren eigentlich. Scheiße, er hat auch eine Mühle. Du kannst aber trotzdem eins nach links fahren. Fahr mit dem nach links, dann hast du... Den nimmt er mal weg. Kann er nicht! Kann er schon, weil wenn er da rüber fährt, hat er eine Mühle. Also da runter, schau. Wo hat er denn da, also... Scheiß. Sind wir sicher den... Oh, fuck, na.
Nicht einmal, das ist ein Doktor. Aber nein, er ist gescheit eigentlich. Weil er hat eine Supermühle. Aber ich nehme den weg. Egal, dass er mal die Mühle zumacht. Und ich versuche die Mühle da zum Sperren so gut wie es geht. Das habe ich mir gedacht. Okay, er hat jetzt nirgendwo eine Mühle. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen. Nur das mit den drei Steinen, dann ist blöd. Den linken gleich weg. Den er gerade aufgeschoben hat. Den nehme ich hier weg, ja. Gut aufgepasst. Ja. Servus, Heini. Hallo, 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 hallo. So, dann nehme ich ihm da die Mühle. Und er hat wieder Mühle gehabt. Shit. Ah ja, der Horb ist wieder da. Sehr schön. Wir spulen Muin. Eins runter! Mach ich jetzt mit denen. Und passt. Hast du das? Und dann wieder Mühle, ja. Und ich muss gleich den linken wegnehmen. Scheiße. Na, fuck! Geschäbe. Jetzt geht's eh noch aus. Ja, aber wenn er noch drei hat, dann kann er hupfen. Das ist das Problem. Ja. Drum muss ich zwei Mühlen. Gleich den da rüber. Nein! Den da, ja. Den oberen. Den oberen. Ja, wir ziehen den ab. Den oberen. Ich habe nur gelesen, Caro. Ich will nicht panisch, nur weil ich kurz am Chat schaue. Die Caro kriegt schon wieder Panik. Naja, weißt mich oft ignoriert. Ja, das ist jetzt ein Problem. Na, jetzt hat er noch vier, das ist wurscht. Jetzt kann er einmal rüberfahren und hat dann wieder Mühle. Super. Siehst, habe ich genau gewusst, dass das passiert. Er kann mich jetzt sperren mit beiden, aber ich kann ihm auch sperren. Der ist auch gut, der ist gut. Die KI von denen ist gut. Aber die Chance ist noch da, dass man den... Jetzt können wir nämlich springen. Schau, jetzt können wir nämlich daher. Genau. Und den wegnehmen. Nein. Von der Mühle kann man keinen wegnehmen. Oh, shit. Das könnt ihr ruhig haben. Jetzt, ha. Er muss aber jetzt kann er aber auch springen. Aber er kann nichts wegnehmen. Er hat gewonnen. Na. Oh, er hat gewonnen. Fuck, ja. Nein. Halt kurz, ich muss aufs Klo. Da muss ich gleich Wasser lassen. Was soll ich jetzt machen? Warten, bis ich wieder da bin, kannst du im Kreis gehen oder so. Ich schau mal den Glatzkopf an. Ja. Na, geh mal spazieren. Die Aussage ist so göttlich. So, was geht nicht? Die Aussage ist so göttlich, sag ich. Was? Versuch das nochmal und du wirst ein kleines Ding bald mit einer Schaufel suchen müssen. Schau, die KI hat uns abgezockt. Das ist KI. Der Bot, der Computer, hat uns besiegt. Das heißt KI.
will ich wissen. Künstliche Intelligenz. Aha. Dass du das nicht weißt. Naja. Die Abkürzungen. So wie mit Namen. Ich kann meinen Namen nicht merken. Ist halt so. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, ist das Spiel jetzt auf Deutsch. Ob man es glaubt oder nicht, es war fertig runtergeladen. Hören wir darauf? Aber natürlich, sehr gut. Naja, 24 Stunden, das ist dann schon... Kann ich das Pferd stillen? Nein. Also ich glaube, ich stehe am Pferd oben. Doch. Ja. Siehst, alles geht. Mu. So ein Pferd. Kann sicher auch noch. Aber das ist irgendwie komisch. Das Pferd hupft und bleibt stehen. So. Super. Na, die Karo hat eine Allergie. Und die kommt gerade. Ja. Wir sind mal Ende Mai und Juni extremstens. So Heuschnupfen, Pollenallergie. Also ja, sorry fürs Schniefen. Verschnupft. Sagt man das in Deutschland auch? Ja. Verschnupft? Mhm. So. Tschüss. Ja, zum Beispiel eine Nebenhöhlenentzündung, ja, wo man dann nichts mehr riechen und schmecken Nein, kann. Weil ich gesagt habe, Entschuldigung, wir haben Schniefen und ihr habt gemeint, es gibt Schlimmeres als mein Schniefen. Ja, sicher. Naja. Nicht mehr riechen und schmecken können, so wie ich es gehabt habe, eine Zeit lang. Nutze den Schneesturm, ja, um dich zu tarnen. Nein, aber ich habe mir nur gedacht, zum Beispiel in Deutschland sagt man ja erkältet statt verkühlt. Zum Beispiel. Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Jetzt war ich mal bei. Müde bin ich auch noch. Jetzt war ich mal bei verschnupft, nicht sicher. Wollte ich sagen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. In den Karren, du Idiot. Vor allem, heute können wir leider nicht so lang streamen. Genau. Weil die Karo muss um 6 wieder aufstehen. Ne, nicht aufstehen, sondern schon bei der Arbeit sein. Mhm. Also eine halbe Stunde werden wir noch machen. Dann ist 9. Genau. Dann werde ich vielleicht noch ein paar Minuten so chillen, duschen gehen oder so. Oder so. Und dann... Was willst du denn sonst gehen? Abkerchern? Im Gartenschlauch abspritzen? Ja, sicher. Diese Kanonen sehen nach... Mir wieder die Dusche zusammenbauen. Vielleicht sollte es... Wenn es die Katze abspritzt. Wenn er angekackt ist, dann tust du ihm mal den Kopf runter und dann lass er so liegen. So. Ja,
Ja. Kanonen sehen nach Frage aus. Vielleicht sollte ich sie selektieren. Oder Rasensprenger. Mhm, durchlaufen dann. Genau, die immer so hin und her. Sprühen. Kann ich eigentlich den jetzt so einfach so? Mit Rasen sprengen? Warum? Diese Kanonen sehen nach. Was für schlechte Erfahrung. Vielleicht sollte ich sie. Beziehungsweise. Welche Rasensprenger? Wir haben zum Beispiel immer einen gehabt, den hast hingestellt und der hat genau eine Reihe Löcher gehabt, wo eben nacheinander in einer Reihe das Wasser rausgekommen ist und der hat sich immer so dreht und immer so links, rechts, nein, nicht einmal sondern durchgehend und relativ weich auch, also nicht so ur-Hardcore-Vollgasstrahl, sondern angenehm. Ui, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist mir beim Pferdereiten einmal passiert. Da bin ich vom Pferd gefallen und bin genau mit dem Rücken auf die. Bei der Halle war da bei der Tür, so eine Schwelle. Und das war ein bisschen erhöht und da bin ich genau mit dem Kreuz drauf gefallen. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so angenehm ist. Da kommt Zisch ab. So, ich darf jetzt nicht schon wieder diese scheiß Offiziere triggern. Ich muss die Kanone sabotieren. Triggern. Naja, ich weiß nicht. Coolen. Ich weiß nicht, wie ich zu den Kanonen komme. Oh, weißt du was? Scheiß aufs Bonusziel. Jedes Mal tue ich mir das an, wegen einem Bonusziel mir da Umstände zu machen. Diese Kanonen sehen nach. Für nichts und wieder nichts. Bringt dir nichts. Vielleicht sollte ich sie salutieren. Deckchen unten an B. Wer sagt, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung? Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögert nur den unausweichlichen Konflikt, in welchen wir derzeit die Oberhand hätten. Das macht jetzt nicht. So bin ich das zu. Sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagen sich denn. Vor du nervst, schau dir den an. Dreh dich um, du Arschloch. Na, no, na. No. Ich hasse das, wenn ich die. Das ist. Ich hatte. Deswegen habe ich Assassin's Creed nie leiden können. Ich habe nicht selber entscheiden können, wann ich schleiche. Ich habe nicht selber entscheiden können, ob ich mich rollen soll, ob ich springen soll. Das entscheidet dieses Arschloch immer für mich. Und deshalb ist das Spiel so schwer. Das ist nicht schwer im Sinne von, das Spiel ist schwer. Es ist einfach nur so schlecht programmiert. Und das mag ich überhaupt nicht. Tja. Dann schaust du da bei Tomb Raider, da war es ja auch kein Problem. Was willst du tun? Ja, ich hätte es nicht kaufen sollen.